Hallo Menschen, ich möchte heute Aufbrechen von Sitsi Dangarembga rezensieren. Das Ganze ist im Original schon 1988 erschienen, auf Deutsch 1991 zum ersten Mal, aber 2019 gab es dann nochmal eine Neuübersetzung von Ilya Trojanow. Die Autorin gewann außerdem 2021 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und hier gibt es jetzt in der Weltempfängerreihe der Büchergilde nochmal eine sehr, sehr schön gestaltete Neuauflage. Ich stelle euch das Ganze auch im Rahmen des Büchergilde Adventskalenders vor. Das heißt, genau wie letztes Jahr könnt ihr dieses Buch hier bei mir auf dem Kanal gewinnen. Aber ich werde euch natürlich auch nochmal die Adventskalenderseite unten verlinken, denn also sowohl die Gewinnspiele von gestern und vorgestern sollten auch noch laufen und bis Weihnachten könnt ihr halt jeden Tag bei einem anderen Content Creator eurer Wahl andere Bücher der Büchergilde gewinnen. Dieses Buch wird aus der Ich-Perspektive der inzwischen schon erwachsenen Tambu erzählt, die allerdings von Ereignissen so Ende der 60er Jahre im damaligen Rhodesien berichtet, das was heute Simbabwe ist. Das heißt, es ist so plus minus die Zeit, in der sie 13 Jahre alt war. Prinzipiell ist es auch der erste Teil einer lose zusammenhängenden Trilogie. Das heißt, der Band hier, der kommt schon zu so einem gewissen Abschluss, aber viel ihrer Entwicklung steht ihr eigentlich auch noch bevor, also es ist so ein bisschen der Beginn ihrer Bildungsreise, könnte man sagen. Eigentlich sollte ihr Bruder auf eine sehr teure Missionsschule gehen. Die Familie ist halt relativ arm und Tambus Onkel, der in Großbritannien studieren konnte, wollte eben dem Bruder so ein bisschen sponsern, sag ich mal, und ihm diese Missionsschule ermöglichen. Allerdings stirbt der Bruder. Das ist kein Spoiler, das ist der erste Satz des Buches, weswegen Tambu an seiner Stadt auf diese Schule gehen kann. Allerdings wird sie, auch nachdem sie eben so ihr Heimatdorf verlassen hat, noch mit einer ganzen Menge ungerechter Strukturen konfrontiert. Für mich ist das zentrale Thema dieses Buches die weibliche Selbstbestimmung. Bei Tambu, aber eigentlich auch bei allen Frauen und Mädchen um sie herum in irgendeiner oder in unterschiedlichen Formen. Ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen. Da hat kurz vorher Tambus Bruder Namo etwas wirklich Widerliches gemacht, würde ich sagen. Und sie gibt aber ganz, ganz gut wieder, wie eigentlich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Frauen und Mädchen ist. Vielleicht stelle ich es so hin, als hätte Namo einfach beschlossen, ekelhaft zu sein und dies sehr gut beherrscht. Tatsächlich tat er nichts anderes, als sich, vielleicht etwas extrem, so zu verhalten, wie es erwartet wurde. Die Bedürfnisse und Gefühle von Frauen wurden in meiner Familie nicht vorrangig beachtet. Es gab sie offiziell nicht einmal. Also von Frauen wird auch immer Opfer und Unterordnung wirklich erwartet. Also selbst Tambus Mutter gibt ihr das so als Lehre mit, als ein, darauf musst du dich einstellen. Du kannst versuchen, dagegen zu rebellieren, aber du wirst scheitern. Also das ist, sie hilft ihr manchmal irgendwie so ein bisschen was zu erreichen, aber sie rechtfertigt das vor dem Vater zum Beispiel eigentlich immer mit, ja, lass sie das doch probieren, im Endeffekt schafft sie es sowieso nicht und so lernt sie es dann am besten. Ich weiß immer nicht, ob das nur eine Taktik von ihr ist, um das dem Vater irgendwie so ein bisschen schmackhaft zu machen, dass Tambu dadurch halt nur irgendwie das Scheitern lernt oder ob sie ihr wirklich helfen will, aber ich sag mal, so eine komplette Unterstützung kommt von Seiten der Mutter eigentlich nicht. Dann ist es auch so, dass Frauen und Mädchen eigentlich kaum eigene Rechte haben. Sie gehören zuerst dem Vater, später dem Mann. Zum Beispiel auch so, dass die Ehefrau des Onkels, die selber auch Professorin ist, ihr eigenes Gehalt nicht bekommt. Und natürlich ist es auch so, dass Frauen und Mädchen die Männer immer bedienen, bekochen und so weiter und so fort. Und das Aufbegehren zeigt sich eben in verschiedenen Formen. Das eine wäre zum Beispiel der Wunsch nach Bildung, wie bei Tambu, aber auch manchmal durch das Brechen mit Traditionen, durch Versuche sexueller Freiheit, aber es geht auch so ein bisschen in die gefährliche Richtung, zum Beispiel durch eine Essstörung, was natürlich auch extrem negative Folgen auf die Person hat, aber was irgendwie trotzdem auch so ein bisschen ein Zeichen davon ist, sich aus von anderen gesetzten Rahmen zu befreien. Auf eine sehr traurige, tragische Art, aber trotzdem. Was auch auffällig ist, ist der Fakt, dass Frauen, die nicht beherrscht werden können, grundsätzlich immer als unnatürlich bezeichnet werden. Also ich muss wirklich sagen, dass ich alle weiblichen Charaktere auf irgendeine Art und Weise interessant fand. Also selbst Tambus Mutter, wo ich ja gerade gesagt habe, so richtig unterstützerisch oder unterstützend ist sie eigentlich nicht. Selbst sie hat interessante Formen und alle anderen drumherum, es gibt verschiedene Tanten, die Cousine und so weiter und so fort, die haben alle wirklich irgendwie eine spannende Geschichte. Also ich hätte hier verschiedenen Charakteren gerne auch noch tiefer gefolgt. Bei Tambu werden jetzt so im Laufe der Geschichte manche Glaubenssätze
ich sag mal, sachte aufgerüttelt, aber so richtig durchschaut sie noch nicht alles, was ja auch vollkommen okay ist in dem Alter. Also zum Beispiel vergöttert sie ihren Onkel eben für die Möglichkeiten, die er ihr und auch ihrer gesamten Familie bietet. Aber als wir den näher kennenlernen, gingen in mir wirklich so 10 Warnleuchten an, die alle in unterschiedlichen Formen irgendwie Patriarchat schreien. Also natürlich ist das eine Chance für Tambu und das erkennt sie auch. Andererseits ändert sich eigentlich nur die Form der Unfreiheit und sie wird auch hier absolut in Erwartungen gequetscht. Und jetzt könnte man vielleicht sowas sagen, naja, es ist ja auch normal, dass die Elterngeneration quasi Erwartungen an die Kinder hat, aber das ist hier wirklich heftig und von Ungleichbehandlung und Unterdrückung geprägt. Es ist auch irgendwie beängstigend, welchen Einfluss der Onkel auf die komplette Familie hat. Also zum Beispiel Tambus Vater, der Bruder eben des Onkels, wird immer richtig kriecherig, wenn der zu Besuch ist. Und auch die Familie betitelt ihn immer so mit unser Fürst, unser Prinz, was wären wir nur ohne dich? Wie könnten wir jemals leben ohne dich? Und dieser Onkel duldet auch keine Widerworte. Beziehungsweise, und das macht sie zu einem sehr, sehr interessanten Charakter, seine eigene Tochter ist innerhalb gewisser Grenzen sehr wohl rebellisch. Ich glaube, eigentlich wäre ich zum Beispiel vielleicht sogar lieber ihr als Protagonistin gefolgt. Ich meine, es ist natürlich auch ein legitimes Stilmittel, gibt es ja auch in anderen Romanen, dass quasi die irgendwie interessantere Person von einer Ich-Erzählerin oder einem Ich-Erzähler vorgestellt wird, die vielleicht noch nicht so weit ist in ihrer Entwicklung. Also bei Tambu ist es wirklich so, sie ist nicht sehr proaktiv und sie durchschaut das auch alles noch nicht so ganz. Niasha, ihre Cousine hingegen, informiert sich auch so ein bisschen, ich sag mal, außerhalb des Systems und übernimmt definitiv nicht alle Meinungen ihres Vaters. Die kritisiert zum Beispiel auch die weißen Missionare, die von der restlichen Familie immer so bezeichnet werden oder beschrieben werden mit, das sind die guten Weisen, das sind Heilige. Und Niasha erkennt da die dahinterstehenden kolonialen Strukturen viel, viel besser als andere. Also sowieso stellt sich in diesem Buch immer wieder, entweder im Kleinen, bei Tambu oder dem auch so ein bisschen Größeren, die Frage nach Gerechtigkeit. Also man merkt es eben innerhalb der Familie, man merkt es aber auch innerhalb der Gesellschaft. Und für mich läuft ganz, ganz viel darauf hinaus, dass oder wie toxische Maskulinität im Endeffekt allen schadet und alle einschränkt. Dass auch Männer in ganz, ganz festen Vorgaben gefangen sind. Genau. Die großen politischen Hintergründe werden im ersten Teil allerdings kaum erwähnt oder wirklich nur sehr indirekt. Also natürlich sieht man irgendwie die Folgen der britischen Kolonialherrschaft. Und also zum Beispiel, obwohl die Familie inzwischen eigentlich christlich ist, taucht immer mal wieder so eine Diskrepanz auf zwischen dem alten Glauben oder vielleicht auch eher so lokalen Typischkeiten und dann eben den christlichen Werten, die der Onkel immer versucht durchzusetzen. Aber zum Beispiel direkte Diskussionen rund um die Unabhängigkeitserklärung 1965 und deren Folgen findet man in dem Buch nicht. Was ja aber vielleicht auch passt, denn Tambu ist ja noch sehr jung und ich meine, es erzählt zwar die ältere Tambu, aber ich glaube, mit ihren 13 Jahren hat sie da vielleicht auch doch noch nicht so viel mitgekriegt. Ich möchte am Ende noch so eine kleine Kritik mitgeben, die aber auch mit persönlichen Vorlieben zu tun haben kann. Tambus Weg ist, obwohl er sicherlich nicht einfach ist, aber für uns LeserInnen schon sehr geradlinig. Ne? Es ist eine ganz typische Coming-of-Age-Geschichte oder eben ein Bildungsroman, wenn man so will, wo eben gewisse Schwierigkeiten überwunden werden und sie Neues lernt und eben aus ihrer alten, bekannten Umgebung langsam ausbricht. Das kennt man irgendwie. Das war auch 1988 jetzt nichts Neues mehr. Und ich glaube wirklich, dass die nächsten beiden Teile vielleicht ein bisschen interessanter werden könnten, denn sie ist gerade so an der Kippe zu gewissen Veränderungen oder zu tiefgreifenden Erkenntnissen. Also ich wusste vorher halt auch nicht, wie weit der erste Teil geht. Sie ist halt immer noch Jugendliche, hätte ja auch sein können, dass es so bis ihre Mitte 20 oder so geht. Es gab zwar manchmal schon so ein paar wenige Kommentare der erwachsenen Tambu, die das ja eben eigentlich in Retrospektive erzählt und die deuten eben schon darauf hin, dass sie inzwischen vieles besser durchschaut, aber das haben wir hier noch relativ selten. Sie gibt schon zum Großteil eben so ihre Gedankenwelt als 13-, 14-Jährige wieder. Und insofern bin ich fast
gespannt her, was jetzt eben noch mit ihr passiert, als es jetzt in der Erzählung so war. Und sprachlich würde ich auch sagen, es ist gut, es ist solide. Es gab jetzt aber auch nicht allzu viele innovative Formulierungen. Manchmal gab es was Schönes, da möchte ich euch mal kurz zwei nicht sehr lange Beispiele vorlesen. Das eine ist ein Zitat, nachdem gerade eine schlimme Nachricht ankam, und hier steht dann: Wehklagen. Ich erinnere mich an Wehklagen die ganze Nacht hindurch. Schrill, scharf, schimmernd. Nadelige Geräusche, die tief und klar stachen, um den Schmerz hereinzulassen, nicht heraus. Und das fand ich irgendwie eine interessante Formulierung. Ich muss zugeben, ich glaube, ich kenne es sonst oft eher andersrum, dass man den Schmerz herausschreit, aber das so zu drehen, das gefiel mir ganz gut. Und das andere ist halt, sagen wir, eher so eine Charakterbeschreibung, oder wo es eben auch um die Behandlung von Frauen geht. Aber er hat kein Recht, mich so zu behandeln, als wäre ich nur Wasser, das vergossen wird, wo er es will. Was ich eigentlich auch eine ganz schöne Formulierung fand, aber ansonsten ist es nicht besonders auffällig geschrieben. Um mal ganz kurz ein Gegenbeispiel zu nennen, We Need New Names war auch eine Geschichte mit einer Kinderperspektive in Simbabwe, die ich unglaublich, also innovativ und ganz speziell fand. Also diese Ich-Erzählerin, die würde ich quasi sofort wiedererkennen. Das war ein ganz toller, auffälliger Ton. Und später gab es dann zum Beispiel auch nochmal, was ich auch interessant fand, einen zwar kurzen Teil des Buches, der aber dann in einer Wir-Perspektive aus der Sicht von Immigranten in die USA erzählt wurde. Und Wir-Perspektiven können fürchterlich schief gehen oder halt auch sehr, sehr gut funktionieren. In dem Fall ist es Zweiteres, finde ich, wo halt die sehr, sehr auffällige, tolle, intelligente, irgendwie coole, taffe Ich-Erzählerin aus dem ersten Teil dann irgendwie nochmal gut kontrastiert wird, halt mit so einem kollektiven Wir sind jetzt hier und machen das. Das war ganz, ganz beeindruckend, finde ich. Und auch wenn ich hier die Geschichte inhaltlich mag und ich bin Tambo gerne gefolgt, muss ich zumindest so auch jetzt mal im Vergleich sagen, dass es von den Formulierungen her halt hier eher solide als innovativ ist. Das heißt, ja, wer einem jungen Mädchen durch Rhodesien bzw. Simbabwe der End-60er Jahre folgen möchte, dem sei dieser erste Teil schon mal empfohlen. Ein ganz finales Fazit würde ich mir mal noch aufheben, bis ich die nächsten beiden Teile gelesen habe. Ich glaube, im Dezember komme ich nicht mehr dazu, aber nächstes Jahr würde ich das eigentlich schon ganz gerne angehen. Ansonsten habe ich es bisher erstmal gerne gelesen. Und lasst mich bitte am Ende nochmal ein, zwei Worte zu der Gestaltung verlieren. Ich muss wirklich sagen, was für ein cooles Cover. Also ich mag die Gestaltung der Büchergilde oft. Es gab aber auch schon Fälle, wo mir zum Beispiel das Originalcover irgendwie passender vorkam. Aber hier muss ich sagen, also das ist ein Graffito, ist extrem gut ausgewählt. Das ist so ein tolles, cooles Design. Und ich wünschte, es gäbe die anderen beiden Teile dann auch noch so in der Gestaltung. Muss man auch mal loswerden, finde ich, wenn sich so Mühe gegeben wurde und das dann auch so treffend gewählt wurde. Richtig, richtig cool. Genau, das war meine Vorstellung des Buches. Ich werde euch in die Infobox packen, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Das sind aber eigentlich die gängigen, Terms and Conditions, die man halt so für Gewinnspiele auf YouTube hat. Und ich werde, ich glaube, das Gewinnspiel lasse ich 2 oder 3 Tage laufen. Steht alles unten, und dann werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin anschreiben. Und ihr teilt mir bitte per E-Mail dann eure Adresse mit. Genau, das war meine Rezension. Ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare, natürlich gerne auch inhaltlicher Art, aber natürlich auch, wenn ihr nur sagt, okay, ich will das Buch gerne gewinnen, dann sei euch das auch gegönnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Es kommt noch ein Lesemonat für den Non-Fiction-November von mir. Und ansonsten würde ich es, glaube ich, auch mal so ein bisschen ruhig halten im Dezember. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich rund ums neue Jahr mit den ganzen Endjahres-, Anfangsjahres-Videos wieder. Bis dahin, erstmal eine schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.